das Clanrind. Seit mehr als zwei Jahrhunderten ist diese Rinderrasse in Rheinland-Pfalz beheimatet. Die genügsamen, umgänglichen Tiere prägten mit ihrer vielseitigen Nutzungsmöglichkeit das Bild der Landwirtschaft. Seit den 80er Jahren wird der Bestand jedoch als stark gefährdet eingestuft. Die Rasse drohte auszusterben. Wie konnte es zu einem solch gravierenden Rückgang kommen? Wir sind hier am Hofgut Neumühle bei Münchweiler an der Alsenz. Das ist am untersten Rand des Donnersbergkreises. Wir haben unter anderem eine Mutterkuhherde mit Clanrindern. Das typische Clanrind hat eine gelbe Farbe ohne Abzeichen, wobei der Nasenspiegel immer hell sein sollte. Und die Hörner sind rundlich und leicht nach vorne gebogen. Das Clanrind könnte man ja als Urpfälzer bezeichnen, da es seit über 200 Jahren in unserer Region heimisch ist und während dieser Zeit als Dreinutzungsrind zur Milch- und Fleischgewinnung und vor allen Dingen zur Arbeitsleistung auf dem Feld herangezogen wurde. Es gab einen gravierenden Einschnitt in den 60er Jahren, da dann die Mechanisierung in der Landwirtschaft eingesetzt hat und die Arbeitsleistung uninteressant wurde. Und in der Milch- und Fleischleistung konnte das Clanrind nicht mit anderen Rassen, wie zum Beispiel den Schwarzbunden, konkurrieren. Daraufhin hat man eine Milchrasse, das rote dänische Milchvieh, eingekreuzt, was dann aber leider nicht zur Rettung, sondern eher zum Niedergang in der Pfalz geführt hat. Nachdem kaum noch Tiere vorhanden waren, hat sich erfreulicherweise 1984 ein Verein gegründet, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Restbestände dieser Tiere noch in der Pfalz zu finden. Und dadurch konnte die Bestandssicherung des Clanrindes wieder beginnen. Dank der Initiative des Vereins zur Erhaltung und Förderung des Clanrindes erholt sich der Bestand langsam. Gut 1000 Tiere sind heute für die Zucht registriert. Sie grasen nicht nur auf Flächen landwirtschaftlicher Betriebe, sondern werden auch zur Landschaftspflege eingesetzt, wie zum Beispiel in Beweidungsprojekten im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Damit leisten die Clanrinder einen wichtigen Beitrag für den Naturschutz und den Erhalt der Kulturlandschaft. Ja, wir sind hier im Karlstal, das von der Moosalbe, einen kleinen Bach, durchflossen wird, sehr nah bei Kaiserslautern. Es ist eines der typischen Bachtäler. Wir haben hier sehr seltene Biotoptypen, eben Feuchtwiesen insbesondere, auf denen sehr seltene rote Listenarten leben, zum Beispiel Libellen, Schmetterlinge, auch Bodenbrüter, die ansonsten verschwinden, wenn wir nicht diese Pflege betreiben würden, um das Offenland zu erhalten, zum Beispiel durch Beweidung. Das Beweidungsprojekt läuft jetzt seit 10 Jahren. Wir untersuchen, inwieweit diese Rasse geeignet ist, auch in der Landschaftspflege eingesetzt zu werden. Die Rinder stehen über Sommer auf der Weide. Im Oktober werden sie dann abgeholt mit dem Hänger und kommen dann in den Stall, in die Neumühle. Das Füttern machen wir eigentlich nur aus diesem Grunde, dass sie sich mehr an den Menschen gewöhnen. Am liebsten fressen die Rinder das Gras und die Wildkräuter, die hier wachsen. Ich finde es ganz toll, die Rinder aus der Nähe zu beobachten, wie sie sich in der Herde verhalten, dass man direkt sieht, wer die Leitkuh ist. Die anderen dann, dass sie auch zurückhaltender sind, dass man auch die verschiedenen Charaktere von den Tieren erkennen kann. Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen engagiert sich sehr für die bedrohte Rasse, insbesondere mit Vermarktungsinitiativen für das hochwertige Fleisch. Ein Beispiel sind die kulinarischen Clanrindertage in ausgewählten Restaurants. Die ganz besondere Fleischqualität des Clanrindes steht heute neben den ideellen Gründen zur Erhaltung der Rasse im Fokus der Züchter. Der hohe Genusswert macht das Clanrindfleisch bei Köchen und in der Gastronomie sehr begehrt und für die Gäste zur wahren Delikatesse. Stehen tun wir hier am Seehaus Forelle, ein kleines Hotel-Restaurant im Naturpark Pfälzerwald, im Biosphärenreservat Pfälzerwald. Unsere Gäste erwarten gute Gerichte vom Clanrind. Das ist nicht nur einfach der Braten, sondern unsere Küchenchefin ist jemand, die bodenständig kocht, auch gerne felsig kocht, aber sich Gerichte ausdenkt, die nicht alltäglich sind. Ja, das Clanrindfleisch ist einfach ein ganz anderes gemasert, es hat eine ganz andere Festigkeit, es hat einen intensiveren Geschmack als anderes Rindfleisch. Es ist halt wie früher Rindfleisch geschmeckt hat. Ein Hauptziel des Biosphärenreservates ist der Erhalt alter Haustierrassen. Dazu zählt auch das Clanrind und es sieht gut aus für den Bestand, ganz anders als noch vor 30 Jahren.
Für die Zukunft gibt es dennoch viel zu tun. Nach einer Studie des Biosphärenreservates ist es vor allem der noch niedrige Bekanntheitsgrad, der einer weiteren Verbreitung von Clanrindern entgegensteht. Denn nur durch die Nachfrage nach Vermarktungsprodukten kann die Rasse in ihrem Bestand erhalten werden. Darum wird sich das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen auch weiter engagieren, um dem Urpfälzer noch viele weitere Fans zu bescheren und Kulturlandschaften zu pflegen.